bin hier ganz neutral hergekommen und bin ganz gespannt, was sich da so entwickelt aus so einer unglaublich diversen Gruppe, die ja aus unterschiedlichsten Richtungen kommen, sehr, sehr engagierte Menschen teilhaben an dieser Gruppe. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sich das insgesamt entwickelt. Für uns in der Stadt Freiburg ist ja Nachhaltigkeit ein sehr breit gefasster Begriff. Wir haben 60 Nachhaltigkeitsziele in 12 Politikfeldern und diese Politikfelder sind hier in der Gruppe eigentlich unglaublich gut abgebildet. Also es geht über Gesundheit, es geht zu Kultur, Bildung, aber auch Klima, Energie, Mobilität, was hat mir noch, bürgerschaftliches Engagement. Also unsere Themenbereiche sind auch genauso divers wie hier die Gruppe und von daher bin ich ganz gespannt, was für Impulse aus dieser Gruppe kommen, die wir vielleicht auch als Stadt, um unsere Ziele, unsere Nachhaltigkeitsziele, unsere 60 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, vielleicht auch mitnehmen können. Der Franz Albert hat schon gesagt, es wird ein Protokoll herumgeschickt, da wird auch ein Link oder würde ich gerne einen Link zu unserer Seite zur Verfügung stellen. Da können Sie sich über den ganzen Prozess mal informieren. Da können Sie sich informieren, was auch der Gemeinderat und auch der Nachhaltigkeitsrat dazu beschlossen hat und entwickelt hat. Und da können Sie auch die Kontakte von mir und meiner Kollegin finden. Jetzt möchte ich Sie auf eine Aktion, wenn ich das noch schnell machen darf, hinweisen. Und zwar gibt es zwischen dem 15. Juni und dem 21. Juni die bundesweite Aktionswoche Nachhaltigkeit. Und ich würde Sie gerne einladen. Und zwar wollen wir am 15. Juni einen großen Tag machen. Da gibt es einen Markt der Nachhaltigkeit auf dem Rathausplatz und da gibt es eine Bühne. Und wenn Sie Ihre Gruppierung oder eine Aktion oder ein Projekt vorstellen wollen, dann melden Sie sich bei mir. Wir stellen das Programm für diese Bühne zusammen und ich fände es klasse, wenn nicht nur die Stadt Freiburg sich auf diesen Markt der Nachhaltigkeit vorstellt, sondern eigentlich die vielen unglaublich engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sozusagen Freiburg auch mitgestalten und ausmachen.